Torenplatz. Was ist denn das heute bitte schön für ein unbeständiges Wetter? Dennoch muss ich sagen, von den äußeren Bedingungen her ist das alles noch im grünen Bereich. Die Temperaturen sind vernünftig und ein bisschen Regen hat sich auch noch keinen wirklichen Schaden. Mit anderen Worten, nichts, was einem guten Fußballspiel im Weg steht. Das war schon fast zu einfach. Also das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen. Es wird einstudiert, fast wie im Training. Die Abwehr bekommt überhaupt keinen Zugriff, macht es ihnen ganz leicht. Und das rächt sich. Der erste FC Nürnberg geht mit diesem Treffer in Führung. Ja, es hat schon die ganze Zeit ein wenig nach Regen ausgesehen und nun fängt es auch tatsächlich an. Er hatte Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Ja, und vor damit. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Und per Kopf. Und er ist zur Stelle. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Wolf. Ganz weit nach vorn geschlagen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Meunier ist das. Das war ein brillanter Ball. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Ja, das sah schon nach Vorspiel aus. Ja, der Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Stichwort Befreiungsschlag. Wolf. Er hatte Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Ja, und vor damit. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Und per Kopf. Und er ist zur Stelle. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Wolf. Ganz weit nach vorn geschlagen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Meunier ist das. Das war ein brillanter Ball.
zwar der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Ja, das sah schon nach Vorspiel aus. Ja, der Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Versucht das Spiel sehr schnell zu machen. Ja, und vor damit. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Gezeichnete Reflexe, das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Wolf. Ganz weit nach vorn geschlagen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Meunier ist das. Das war ein brillanter Ball. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Ja, das sah schon nach Vorspiel aus. Ja, der Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Zum Abschluss. Absolut kein Vorbeikommen. Das hat er so gut gesehen. Die Nachspielzeit ist fast vorüber. Der Schiedsrichter wird jede Sekunde pfeifen. Damit ist die erste